Ja, heute bin ich mal wieder in Nagoya und ich werde mal österreichisch frühstücken. Ja, wo bin ich? Das schauen wir jetzt mal nach auf der Karte. Ja, ich bin also im Nachrichtentreff und da gibt es ein Wiener Frühstück, Hemmerneck dazu. Gebäck dazu oder Eier. Omelette Wiener Art. Vitales Frühstück. No have Croissant. Ja, und dann geht's weiter. Ich werde also mal das Wiener Frühstück probieren. Ja. Hier im Nachrichten. Ja, nochmal, der Nachrichtentreff ist auf der Nagler Road an der Ecke der Zoi 18-2. Da bestelle ich mal mein Frühstück. So, es ist sehr offen, sehr luftig. Schön Platz. Es sieht gut aus. Ja. Das ist das erste Mal, seitdem es das Nachrichtentreff gibt, dass ich hier bin. Warum, weiß ich auch nicht. Österreich-Deutsch ist ja im Prinzip gleich. Ja, warten wir mal aufs Frühstück. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Frühstück bestellt mit Kaffee und mit gebratenen Eiern, keine gekochten Eier. Mein Kumpel hat mich da einmal gefragt. Gebratene Eier. Ich dachte, ja, auf Thai habe ich dann nochmal wiederholt. Ja, normal gibt es wohl gekochte Eier dabei, aber das ist nicht mein Fall fürs Frühstück. Das ist ein großes Problem. In den Menü sind gekochte Eier abgebildet. Ich möchte aber gebratene Eier. Kam die Bedienung wieder, ein gekochtes Ei, ein gebratenes Ei. Ich dachte, nein, zwei gebratene Eier. Ja, versteht sie nicht. Das ist ein Problem im deutschsprachigen Restaurant. Ja, dann kam jetzt jemand anders, da haben wir gesagt, sie sollen es wechseln, anstatt gekochte Eier, gebratene Eier. Ja, das ist also ab und zu ein Problem mit Personal. Personal fehlt aus allen Ecken und Kanten. Ja, also der Kaffee ist gekommen, Orangensaft. Falsch gepresst. Ja. Weiß ich nicht. Kaffee. Kleine Tasse. Ja, warten wir mal aufs Essen. Ja, ich bin dann heute beim Frühstück-Test und Vergleich haben wir drei Restaurants. Taverne, Bazi. Und jetzt den Nachrichten. Alle liegen auf einer Straße in einer Entfernung von 500 Metern, circa 500 Metern. Ja, warten wir mal, bis das Frühstück kommt und wie der Test ausfällt nach meiner Meinung. Ich kann ja nicht für alle reden, ich rede nur von meiner Meinung. Ja, also wir haben jetzt also Schinken, Käse, Räucherschinken, die Eier, zwei Brötchen. Ja, esse ich erstmal und dann kommen wir zum Vergleich. So, kommen wir mal jetzt zum Vergleich. Hier habe ich also Schinken, Kopfschinken, Käse, Räucherschinken, zwei Brötchen. Im Bazi habe ich Käse, Schinken, Salami und Bierschinken. Ein Brötchen und zwei Scheiben Brot. Zwei Eier, Orangensaft und einen kleinen Kaffee. In der Taverne habe ich wie im Bazi, also und hier ist auch schön garniert, war in der im Bazi nicht garniert, ein bisschen der Teller. Die Taverne, da habe ich also Käse, Salami, Kochschinken, Bierschinken, zwei Eier,
zwei Brötchen, warme Brötchen und zwei Scheiben Brot. Und Butter und Marmelade. Die Marmelade fehlt hier. Die Brötchen sind mit dem Mondschein gebacken. So. Und was ich in der Taverne noch habe, anstatt einen kleinen Kaffee, einen großen Kaffee. Das heißt für mich, Preisverhältnis sind alle gleich, 205 Mark ist und bleibt die Taverne im Vergleich. Obwohl Bazi und Taverne die gleiche Wurst auf dem Teller haben und den gleichen Käse. Aber in Bazi gibt es also einen kleinen Kaffee und einen großen Kaffee in der Taverne. Also der klare Testsieger ist wie vorher und bleibt Taverne ungeschlagen. Ja, ich will kein schlecht machen, das Essen ist gut, es sieht gut aus, es schmeckt auch gut, aber der Vergleich ist da. So, und dann sage ich mal Tschüss, der Dieter.